Vor 42 Minuten gepostet. Das ist Krass. echt jetzt dort. Gefühlt sind jetzt wirklich alle am Ferien machen. Das wäre ich auch gern. Ist auch was nicht es ist? Schlecht. Nein, keine Ahnung. Aber es sieht nice aus. Ein bisschen gestellt. Schon ein bisschen. Aber sie posten nie, wie es mit ihrer Verdauung aussieht. Das würde mich mal interessieren. Der Darm ist scheiß wichtig. Es gibt Daten, die sagen, dass innerhalb von 2 Wochen 10-40% von allen Urlaubern in Entwicklungsländern an Reisedurchfall leiden. Das war in Albanien. Nein, noch mit der Familie auf Bali gegangen. Meistens, wenn ich die erste Woche dort bin, die ersten 2 Tage, hat man halt ein Verdauungsproblem. Ein paar von meiner Familie hat es aber auch erwischt. Noch schlimmer als der Durchfall sind die Tipps, die man so mitbekommt. Wie all die Medikamente, die den Durchfall stoppen sollen. Wir checken heute die Tipps und sagen euch, was wirklich hilft. Es gibt mega viele Mythen, was man gegen Durchfall machen sollte. Bananen essen, Tabletten nehmen oder sogar Schnaps trinken. Bevor wir die Mythen abarbeiten, gibt es zuerst mal einen Einblick in die faszinierende Welt der Darmbakterien. Je näher du am Äquator bist, zum Beispiel schauen wir mal hier Kolumbien, desto grösser ist dein Risiko, Durchfall zu bekommen. Hier auf dieser Karte seht ihr, wie das aussieht. Je dunkler, desto grösser ist das Risiko. Also dunkelrot ist mehr als 20%, die Reisedurchfall bekommen. Und das hellrote ist so zwischen 8-20%. Aber dazu muss man wissen, dass einerseits die Daten schon etwas älter sind und andererseits sind die Hygienestandards weltweit auch besser geworden. Trotzdem gilt, die Erreger fühlen sich bei tropischen 35 Grad am wohlsten. Eigentlich kann man dem aus dem Weg gehen. Man müsste einfach mega in den Norden rauffliegen. Zum Beispiel Afrit Grönland. Bro, komm schon. Wer will schon in den Norden? Immerhin hat es dort mega fancy Polarlichter. Das stimmt, ja. Ein anderer Punkt ist auch, dass in diesen Ländern häufig der Hygienestandard tiefer ist, als wir das bei uns kennen. Die Art, wie man reist, kann viel ausmachen. Das hat eine Schweizer Studie im 2015 beschrieben, dass zum Beispiel Backpackers besonders gefördert sind, weil sie viel Streetfood essen, wo sie sich etwas auflesen können. Und wer jetzt meint, im Luxushotel ist alles gut, der liegt falsch. Es gibt Studien, die zeigen, dass auch in einem 5-Sterne-Hotel Reisedurchfall kannst bekommen. Das Problem ist, dass beim Buffet das Essen lang im Warmen rumsteht. Aber hat sie eigentlich auch schon mal verwünscht? Ja, voll. Ja, voll. Ich weiß noch, als ich ein Kind war. Hey, Alter, ich bin wirklich die ganze Woche in den Ferien im Zimmer gelegen. Um unsere Tipps und Tricks richtig zu brauchen, müsst ihr zuerst wissen, wieso wir Durchfall bekommen. Täglich laufen 9 Liter Wasser durch unseren Darm. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind etwa 6,5 Liter Flaschen. Afrit, ich glaube, wir brauchen noch etwas mehr Equipment. Logisch trinken wir nicht 9 Liter pro Tag, sondern 2. Die übrigen 7 Liter sind Verdauungssäfte, die wir selber produzieren. Und auch ein bisschen die Flüssigkeit aus der Nahrung. Die Farbe ist zwar noch nicht so realistisch, aber für das haben wir noch einen kleinen Trick. So ist gut. Das ist perfekt. Unser Darm hat jetzt die Aufgabe, dem Nahrungsspray 9 Liter Wasser zu entziehen. 1 Liter können wir über unseren Schweiß und Atem abgeben. Das geht aber schnell. Etwa 2 Liter werden über den Urin ausgeschieden. Und die restlichen plus minus 6 Liter bleiben in unserem Körperkreislauf enthalten. Wenn unser Darm aus irgendeinem Grund nicht schafft, die gesamte Wassermenge zu entziehen, bleibt halt mehr Wasser im Darm übrig und wir spüren das als Durchfall. Ja, ich glaube, das kann ich lassen. Ja, ich sehe das. Schon gut. Gehen wir lieber mal aufräumen. Wenn wir auf Reisen gehen, sind hauptsächlich Bakterien schuld am Durchfall. Manchmal sind es aber auch Viren oder Parasiten. Die allermeisten Erreger kommen durch dreckiges Wasser oder verunreinigte Lebensmittel in unseren Körper. Darum sagt man cook it, peel it or leave it. Das klingt jetzt ein bisschen lame. Wenn man in fremde Länder reist, macht es das ja genau aus, dass man neue kulinarische Essenskultur kennenlernt. Eben Streetfood, alle Früchte, die du gerade so isst, oder den Cocktail an der Strandbar. Es müssen aber nicht immer Erregerschutz sein, sondern stark gewürztes Essen. Hier in
Fuck! Oder ganz einfach Stress beim Reisen kann schon zu Durchfall führen. Darf ich euch vorstellen? Das ist es. Ja, in echt sieht es ein bisschen anders aus. Man kennt es auch als Darmflora. Es sind alle Mikroorganismen, die unseren Körper besiedeln. Die 100 Trillionen Organismen machen bis zu 3% von unserem Körpergewicht aus. Konkret kann das bei Erwachsenen bis zu 2 Kilogramm schwer sein. Also etwa so schwer wie unser Hirn da. Ohne das könnten wir unsere Nahrung nicht verdauen. Zusätzlich stärkt es unser Immunsystem. Ohne die läuft nichts. Das Mikrobiom hat eine grosse Bedeutung. Der Darm ist scheiss wichtig. Wie kann man also sein Mikrobiom unterstützen, damit man möglichst gesund bleibt? Unsere Darmflora entsteht als Kind, wenn wir auf die Welt kommen. Im Bauch waren wir alle noch keimfrei. Bei einer normalen Geburt durch die Scheide werden dann Keime aufs Baby übertragen und unsere Darmflora entwickelt sich, bis wir etwa 2-jährig sind. Dann bleibt sie relativ stabil. Hast du Kaka in der Hose? Nein. Doch. Kinder, die aber mit Kaiserschnitt auf die Welt kommen, haben andere Voraussetzungen, weil ihnen die Bakterienflora vor Vulva fehlt. Studien weisen darauf hin, dass diese Kinder ein höheres Risiko für Asthma und Übergewicht haben. Im Verlauf des Lebens haben unsere Gewohnheiten einen grossen Einfluss. Wenn wir zum Beispiel Fleisch essen, haben wir mehr vom Mikrobiom von Art Bacteroidetes Bifidobacterium. Recht kompliziert, aber das hilft uns bei der Verdauung des Fleisches. Ein weiterer Faktor ist der Hygienestandard, wo man dann aufwächst. Kinder, die auf einem Bauernhof aufwachsen und mehr in der Natur, mit den Tieren und am Dreck sind, haben weniger Asthma und Heuschnupfen als ihre Gespänli in der Stadt. Der Kontakt zu Tier und Natur macht das Mikrobiom vielfältiger. Nicht nur unsere Umwelt, sondern auch unsere Genetik spielt eine Rolle. Insgesamt sind etwa 10% der Vielfalt an Bakterien in unserem Darm wegen unserer genetischen Faktoren. Auch wenn Willi und ich das Gleiche essen und immer am gleichen Ort leben, wir werden nie das gleiche Mikrobiom haben. Fazit: All die Einflussfaktoren, Geburt, Gewohnheit, Umwelt und Genetik beeinflussen unser Mikrobiom. Geht das aus dem Lot, kann es eben zu Durchfall kommen. Durchfall ist ein Zeichen, dass der Körper daran arbeitet, die Eindringlinge loszuwerden. Der ungünstige Nebeneffekt: Durch einen Durchfall verliert der Körper viel Wasser, Nährstoff und auch Mineralien. Und was können wir jetzt unternehmen, wenn er doch den Scheisser hat? Salzstängeli und Cola. Cola und Salzstängeli. Cola, Salzstängeli. Also vielleicht ist es auch ein bisschen psychisch. Also diesen Mythos höre ich immer wieder. Salzstängeli und Cola helfen gegen Durchfall. Der Gedanke dahinter ist zwar richtig, aber trotzdem falsch. Bei Kindern und Erwachsenen mit starkem Durchfall verlieren grosse Mengen an Wasser. Oh, ein bisschen daneben. Sie verlieren nicht nur Wasser, sondern auch viel Elektrolyte, wie zum Beispiel Natrium und Kalium, sodass euer Körper mehr und mehr austrocknet. Um jetzt diesen Flüssigkeitsverlust auszugleichen, ist Cola nicht wirklich eine gute Idee. Zwar hat Cola beides drin, aber in einem falschen Verhältnis. Einerseits ist der Elektrolytgehalt in diesem Getränk recht tief und andererseits verstärkt der hohe Zuckergehalt die Verdauungsprobleme noch mehr. Weniger problematisch sind Salzstangen. Sie haben zwar Salz, also Natrium, aber dafür fast kein Kalium. Wegen dem ist es viel besser, wenn ihr einfach so Elektrolytpulver nehmt oder Getränke, die den Körper schnell mit den nötigen Mineralstoffen versorgen. Ich nehme halt immer Imodium mit. Durchfallstopper sind natürlich beliebt, weil Tabletten rein, Problem weg. Wir reden hier vor allem vom Wirkstoff Loperamid. Das ist ein Medikament, das man in der Apotheke zum Beispiel unter dem Namen Imodium kennt. Das hemmt nämlich Darmbewegungen. Wenn man Bakterien im Darm hat, sollte man schnellstmöglich die rausbekommen und sie nicht noch weiter im Darm behalten. Es stoppt zwar den Durchfall, aber die Erreger bleiben so länger im Darm und können die Beschwerden durch das noch verschlimmern. Darum lieber weglassen. Viel empfehlenswerter sind hier Kohletabletten. Meine Halbschwester hat schon geschwärmt davon. Sie helfen dir beim Durchfall, indem sie Gas, Schadstoffe, Bakterien und sogar die bakteriellen Gifte binden. Aber in diesem Medikament verkürzt sich der Durchfall nur um etwa einen Tag. Alkohol desinfiziert. Wieso also nicht einfach ein Schnäpschen trinken und alle bösen Keime abtöten? Klingt logisch, ist aber nicht so einfach. Das
Problem ist, bevor man so eine hohe Alkoholkonzentration im Körper erreicht, damit es ab dort überhaupt funktioniert, wird zuerst unsere eigene Darmschleimhaut angegriffen. Alkohol führt auch dazu, dass sich der Magen langsamer entleert. Eine Studie hat gezeigt, dass Schweizer Fondue langsamer verdaut wird, wenn man dazu Schnaps trinkt. Lasst also den Versuch, euch mit Alkohol von innen zu desinfizieren. Injection inside or almost a cleaning. Nachdem wir euch gezeigt haben, was alles nicht hilft, jetzt mal ein paar brauchbare Tipps. Reis? Man muss echt durch eigentlich. Trinken. Von Kohletabletten habe ich auch schon gehört. Kohletabletten stimmen schon mal. Check. Mein Grossi hat mir schon immer erzählt, dass Bananen gut sind gegen Durchfall. Das stimmt nämlich auch, weil Bananen enthalten viel Pektin. Das bindet Wasser, wie ihr demnächst seht. Das macht dann die Stuhl auch fester. Übrigens ist der Stoff auch in der Schale von Äpfeln, getrockneten Aronia oder Maulbeeren drin. So getrocknete Beeren eignen sich natürlich viel besser als Bananen für auf Reisen mitzunehmen. So. Ja, voilà. Kein Durchfall mehr. Was haben wir noch? Wir haben noch Probiotika. Das sind Tabletten, wo Mikroorganismen drin sind. Also Pilze und Bakterien. Sie helfen unseren eigenen Bakterien, also unserem Mikrobiom. In Studien hat man gesehen, dass wenn man die Tabletten einnimmt, sich der Durchfall um etwa einen Tag verkürzt. Was bleibt zu sagen? Bei einer Fernreise in subtropischen Regionen lohnt sich auf jeden Fall, sich bei einem Tropeninstitut im Voraus zu informieren. Sie kennen die empfohlenen Impfungen und die weiteren Schutzmassnahmen, die für diese Region gelten. Beim Trinken und Zähneputzen sollte man aufpassen und generell auf Leitungswasser verzichten und lieber Getränke aus Flaschen trinken. Und ja, stimmt, leider sind Eiswürfel im Getränk auch oft einfach aus Leitungswasser und können darum auch Erreger enthalten. Falls es dich doch so verwünschen, hier noch einmal unsere Empfehlung. Falls du daheim eh schon Probiotika und Kohletabletten hast, pack sie ein. Aber sonst musst du nicht noch extra kaufen. Trink genug Wasser und pack es Elektrolytpulver ein. Kannst aber auch einfach leicht gesüßte Tees oder Mineralwasser trinken. In der Regel ist der Reisedurchfall nach 3 bis 4 Tagen durch. Von dem her ist auch hier einfach Geduld angesagt. Falls es länger gehen sollte, solltest du ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Was macht ihr eigentlich, wenn ihr auf Reisen Durchfall habt? Schreibt es doch unten in die Kommentare. Ich kann schon immer mal wissen, wie Lebensmittel abschmecken. Okay. In diesem Video hier oben zeigt euch Livio Garlin von Impact, was das Mikrobiom mit der Psyche zu tun hat und wieso dass er den Darm so scheiß wichtig findet. Bro, hast du mir noch Salzstängeli? Schon Hunger bekommen? Yes. Ich glaube, ich nehme gut eine Banane.